Wir sind mittendrin im Liga Tots, beziehungsweise schon eher am Ende. Am Freitag kommt der Serie A Tots und wir werden jetzt zum Abschluss das garantierte Liga Tots Spielerpack machen. Das heißt, wir werden in diesem Pack, was ich jetzt gleich abschließen werde in SBC und euch mitnehmen werde, auf jeden Fall eine Tots aus der Liga ziehen. Nur die Frage ist, welche? Am besten natürlich eine von den Top 3, also Messi, Neymar oder am besten auch Kylian Mbappé. Das werden wir jetzt direkt in dem Video machen. Bevor wir reingehen, lasst sehr, sehr, sehr gerne hier das Abo verschwinden. Ne? Macht die Glocke an, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wir sind kurz vor den 1400 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn wir das jetzt noch im Laufe der Woche vielleicht vollbekommen. Genug dazu. Wir gehen jetzt rein in das Video. Ab geht's. Real Talk, Jungs. Guckt euch das an. Uns fehlen noch genau 9 Abonnenten zu den 1400. Also, Kuss geht raus an jeden, der ein Abo da lässt. Und rechts. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf dem Kanal zu einem erneuten Video. Es ist gekommen, es war klar, dass es kommt und ich werde es, auch wenn ich kein Ultimate Team selber mehr spiele, machen, einfach um zu gucken, ob sich das Ganze lohnen würde und damit ihr auch seht, wie stark das Ganze ist. Und zwar kam jetzt zum League Earth Tots, wie bei jedem Tots Team, das garantierte Upgrade Pack. Ja, also wir haben hier ein Pack, wo wir garantiert eine Tots aus der Liga bekommen werden. Ich habe genug SPC-Futter, ich werde das Ganze machen. Wir werden dafür ein 86er Team abgeben müssen mit einer 60er Chemie und einer Team of the Season Karte, die muss drin sein. Ich habe genug, ich habe vor uns mal geguckt, allgemein hätte ich schon genug, weil da ich eh nicht mehr wirklich spiele, hier und da gegen Freunde vielleicht mal, aber so Weekend League, die könnte ich rein theoretisch alles hier abgeben. Aber wenn ich jetzt mal die Startelf abziehe, habe ich immer noch genug Walkouts und so weiter, den 90er Klaus, den habe ich von uns gezogen aus den League Upgrades. Diese Premium League Upgrades, die sind sehr gut. Da muss man nur 11 seltene abgeben und eine 45er Chemie haben. Das war's schon. Und dann bekommt man ein Pack mit 12 League Spielern, wo garantiert 3 selten sind. Man wird sehr, sehr oft Karten ziehen, wie zum Beispiel einen Icardi und so weiter. Man wird auch sehr viel Doppelte ziehen, aber ich habe zum Beispiel aus meinem ersten Pack davon Klaus gezogen, aus dem zweiten Icardi und aus dem dritten, das war irgendein 78er, der beste, so ein Goldspieler. Aber wenn ihr die macht und da gute Karten rauszieht, weil in dem Pack mit Klaus war auch jetzt mal wieder Ramos drin, auch der Verratti, also die drei kamen aus einem Pack, das war ein sehr cooles Pack. Dann habt ihr auch direkt die Chemie, das linkt dann alles. Und ich denke mal, vom Rating werde ich hier auch sehr, sehr, sehr easy wegkommen. Vom Rating muss das Ganze noch passen. Ne? Ich habe auch noch ein paar Coins, die ich ja jetzt nicht sparen will oder so. Die könnte ich dann auch direkt ausgeben. Die Chemie könnte vielleicht etwas schwierig werden. Wobei, wir sind fast schon dabei, dass wir die Chemie haben. Gulaschi noch hier ins Tor. Mal gucken, ob es reicht, wenn ich jetzt auffülle mit Top Chemie und einfach nicht mehr aufs Rating achte. Wobei, ich glaube, der Politano, der zieht das wieder zu weit runter. Und hier im Sturm stellen wir uns nochmal vielleicht den André Silva hin. Reicht vom Rating, aber nicht von der Chemie. Das heißt, der Gulaschi, wenn ich den Gulaschi irgendwo hinstelle, das wird der auch nichts mehr bringen. Okay, vom Rating passt, nur von der Chemie noch nicht. Na dann machen wir es ganz einfach so, dass wir vielleicht können den Gulaschi noch wegstellen. Wir haben ja noch ein paar Goldspieler. Das Pack kann gönnen, muss nicht. Oh, ich hätte ein Ohr hier. Oh, wobei, ich nehme einfach ihn hier. By the way, folgt mir sehr gerne auf TikTok. Ich stehe dort kurz vor den 30k. Würde mich sehr freuen, Jungs. Ich liebe diese neue Kamera. Man erkennt jetzt einfach alles, Jungs. Ich weiß nicht, ob es so aufgefallen ist, die Qualität ist besser. Aber man erkennt endlich mal Sachen auf der Cam. Kuss. So, wenn wir jetzt noch den Hakimi dahin stellen, wo der Politano steht, dann klappt das. Und da können wir den Gulaschi uns... Ja, können wir herausstellen eigentlich. Passt ja trotzdem. Und wir geben das Ganze ab und haben das Upgrade. Wir können jetzt einen Messi ziehen, einen Neymar ziehen, einen Mbappé ziehen oder wir haben Pech und bekommen einfach den Klaus wieder zurück. Also es, irgendjemand ist es. An sich gibt es schon mal keinen Lose, weil alle sind cool, alle sind spielbar. Vom Geld her, was wir gerade ausgegeben haben, und da natürlich gibt es da viel, viel Loses, aber
Wir lassen uns überraschen. Ich hoffe wirklich auf einen der Top 3. Ich hoffe auf einen Top 3 Spieler, also Messi, Mbappé oder Neymar. Mbappé wäre mein Liebling. Wir gehen rein. Let's go. EA, gönn nochmal, komm. Könnte jetzt wirklich das allerletzte Pack sein in FIFA. Gönn Frankreich, Portugal, oh, Nuno Mendes. Oh, der ist gut. Aber ich hab den schon. Oh, ich hab einen League Earth Tots. Ich hab einen League Earth Tots. Einen. Und es ist Nuno Mendes. Und den habe ich jetzt als Duplikat.